tödliche Medikamente für Hunde. Was kann passieren, wenn Ihr Hund ein Medikament von Ihnen verschluckt hat? Gleich wissen Sie mehr. Aspirin kann zu Organschäden und in höherer Dosierung zum Tod führen. Paracetamol zu Magenblutungen und zu Leberschäden. Ibuprofen zu Orientierungsstörungen und zu Erbrechen. Und Diclofenac zu Erbrechen, zu Blutungen, zu Durchfall. Zum Beispiel, das ist nur eine kleine Auswahl. Bitte achten Sie immer darauf, wo Sie Ihre Medikamente haben, dass sie für Ihren Hund nicht zugänglich sind. Denn alles, was wir zum Mund nehmen, kann für unsere Hunde einen ganz großen Reiz darstellen. Und besonders gefährlich wird es, wenn ihnen vielleicht eine Tablette mal zu Boden fällt. Denn viele Hunde sind der Meinung, das, was auf dem Boden liegt, das könnte ein Leckerli sein, das ist für sie bestimmt. Vielleicht sollten sie einfach ein Medikament dann so einnehmen, dass ihr Hund das überhaupt nicht mitbekommt. Und hat ihr Hund ein Medikament verschluckt, was eigentlich für sie bestimmt gewesen ist, dann bitte wieder die Kohletabletten, auf die ich ja schon immer wieder mal hingewiesen habe, und dann sofort in die nächste Tierklinik oder zu ihrem Tierarzt. Und bitte so erstmal immer anrufen, ob ihr Tierarzt da überhaupt helfen kann und ob er überhaupt geöffnet hat oder vielleicht auch im Urlaub ist. Und in solchen Fällen ist ja dann auch eher die Tierklinik der richtige Ansprechpartner, aber da bitte auch anrufen, damit die sich auch schon mal auf diesen Notfall einstellen können.